Die Geschichte der Syndikate geht weiter. Der Fuchs-Clan und der Wasser-Clan sind jetzt tatsächlich hier Verbündete. Und wie geht da jetzt die Geschichte weiter? Gibt es einen Verräter? Kommt die letzte Realität raus? Letztes Mal, die Storyaufgaben vor 30 Tagen oder so, das ist gefühlt wieder schon einen Monat her, haben wir ein Bündnis zwischen den Flusswächtern und dem Fuchs-Clan hergestellt. Das ist der Clan, dem Rift angehört. Und so weiter. Und jetzt müssen wir die nächsten Aufgaben erledigen, Leute. Syndikataufgaben engaged. Mein Name ist Stan, eure offizielle Synchronstimme auf diesem Kanal. Und ich erzähle euch alles rund um die Geschichte. Es ist Zeit für Storytime. Holt euch Popcorn und lauscht der wunderbaren Dialoge, die gerade von Franziska Friedel gesprochen werden. Ne? Deswegen gehen wir einmal hier zum Automaten. Mal kurz Musik stumm. So, wieder krasse Hacker-Skills rausholen. Wo ist der Pepe-Hacker im Chat? Zack, zack, zack. Soeben erreichte uns eine Nachricht der Erleuchteten. Unser Saboteur stiehlt Waffenprototypen aus ihren Laboren. Aha. Die Erleuchteten sind das intellektuelle Syndikat. Du willst was? Tja, sie haben es entweder erfunden, erforscht oder im Probenbehälter gelagert. Können wir ihr Zeug beschaffen, stehen die Chancen gut, sie für das Projekt Die Syndikate vereinen, die Katastrophe abwenden zu gewinnen. Spüre die gestohlenen Waffenprototypen auf. Das wird sie überzeugen. Okay. Es fängt an, Leute. Die Erleuchteten, das ist im Battle Pass die Mystiker, ne? Oder der. Ist ja immer ein bisschen schwierig bei der. Das sind die Erleuchteten, quasi eine dritte Gruppierung und auch ein Syndikat, wie wir jetzt erfahren haben. Und anscheinend die technologisch fortgeschrittenste, ne? So, bei Knottinetz müssen wir Elektronik beschaffen, deswegen würde ich sagen, let's go ins Auto. Und dann düsen wir dahin. So, wir sind auf der Elektronikinsel angekommen, Leute, und hier sollen wir Elektronikbauteile mit einer kleinen neuen Kiste. Ah, die müssen wir einfach abbauen. Okay, bricht Kisten auf, um Elektronikteile herauszubekommen. Alright, sieht interessant aus. So, und das ist ja Story-Aufgabentechnisch ist das jetzt die vorletzte, bevor dann die Season Richtung Live-Event gehen wird. Deswegen, Leute, wenn ihr da auch natürlich storytechnisch nichts verpassen wollt, gerne Abo-Button reinhauen, Like-Button, wenn euch das Video irgendwo auf der Startseite empfohlen wurde und so weiter. Ihr kennt die Algorithmus-Geschichten. Ne, würde mich natürlich freuen und unterstützen. Und dann erzähle ich euch alles Schöne. Gute Arbeit. Die Erleuchteten haben sich schon mit einem Geschenkkorb bedankt. Picknickkorb. Darin sind verschiedene Moose in Probengefäßen. Cool. Das Moos kenne ich. Moos. Passt besonders zu Findet und entlarvt einen Saboteur. Dazu frische Schub-Zitrus-Vinaigrette und Ultra-Blauschimmel. Damit könnte ich einen Reibach machen. Soll's gehen. Die Erleuchteten sind beeindruckt von dir, Held. Sie wollen, dass du mit ihrer Technologie die Position unseres Saboteurs ansteuerst. Rüste den Sensorrucksack der Erleuchteten aus und beschaffe die Daten. Mai. Okay. Die sind wohl ziemlich happy und haben uns Moos geschenkt. Also die wissen auch auf jeden Fall, was wir mögen und was wir brauchen, würde ich sagen, Leute. Und dann will er da einen Reibkuchen machen oder einen Reibach oder was auch immer. So, 400 V-Bucks freigeschaltet, finde ich gut. Und unseren Sensorrucksack. Zack, neuer Backbling. Und Dialog. Den Sensorrucksack schön fest umschnallen. Wir schicken dich durch Kalibrierungsringe, um die Daten des Saboteurs runterzuladen. Die Nebenwirkungen sind zu verschmerzen. Möglich, dass du deine Augäpfel schmeckst, aber das vergeht. Ach, wenn sonst nichts ist. Wenn sonst nichts ist, Augäpfel schmecken. Wonach schmecken die wohl, Leute? Stimmt nach Hühnchen oder sowas, ne? So. Hier haben wir wieder ein paar nice Challenges. Und ehrlich. Wie es aussieht, ist unser Saboteur mit den Unsichtbaren verbunden. Unsichtbaren? Versteh mich nicht falsch, ich dürfte gern mal Chaos, aber immer mit einem bestimmten Ziel. Die Unsichtbaren sind unberechenbar. Es kümmert sie nicht, wenn Unschuldige verletzt werden. Auf subtile Sabotage greifen sie sonst nie zurück. Da ist was faul. Keine Ahnung, gar nichts. Die Unsichtbaren. Junge, wie viele Parteien haben wir inzwischen, ne? Wie viele Parteien haben wir inzwischen? Die Flusswächter, der Fuchs-Clan, die Erleuchteten und jetzt noch die Unsichtbaren. Wer ist denn jetzt unsichtbar, ey? Wer benutzt Cheats und ist unsichtbar? Können wir die Cheater nennen? Okay, also das scheint wohl Teil der Saboteure zu sein.
neue Syndikat, aber von denen haben wir bisher gar nichts, glaube ich. Wir haben keinen unsichtbaren Skin oder sowas. Bin mal gespannt. Nächste Aufgabe, melde dich bei Mystica. Mystica sollte uns dabei helfen können, diesen Saboteur ein für alle Mal aufzuhalten. Das ist ja derselbe Saboteur, der die Daten der letzten Realität auf den Server gelöscht hat. Aber ja, die nächste Fraktion, ne? Da sind ja alles diese, der ganze Syndikatkrieg. Deswegen haben ja die Flusswächter und der Fuchsclan zusammen ja ein Bündnis gemacht, damit die zusammenkämpfen. Alle Sweater-Skins. Achso, die Sweater-Skins, die unsichtbar sind. Das sind die Leute und das sind die Saboteure, die wollen die Story vernichten. Okay, ab zur nächsten... das ist in der Zone, wahrscheinlich erst in der nächsten Runde. SSS in Infinity. Das könnte auch deine Titelmelodie sein. Ich bin das Essen, er ist der Jäger. Jürgol! Du Drops hast. Aber nein. Drops. Ach, Mau. Batz! Batz! Ist das der letzte? Ja. Ups. Ja. Yep. Nächste Runde, nächste Aufgabe. So, nächster Charakter, Mystica. Komm her. Ne, die gehört jetzt zu den Erleuchteten. Oder der gehört zu den Erleuchteten. Die Unsichtbaren sind Narren, wenn sie mit der Armee der letzten Realität zusammenarbeiten. Oh, also sind die Unsichtbaren nicht das Nichts. Wir müssen die Wahrheit erfahren, bevor es zu spät ist. Gib uns dafür etwas Zeit. Nee, nix Zeit. Jetzt schießt die Mystica auch noch an, ne? Entschuldigung. Mach schneller. Okay, schade. Oh, wir haben ein Ladebildschirm dafür bekommen. Für die Story-Aufgaben. Und... okay, die Unsichtbaren sind nicht das Nichts. Das haben wir gerade schon so ein bisschen vermutet. Ne, willkommen in der Heimat der Erleuchteten. Shattered Slabs ist die Heimat der Erleuchteten oder ist die Insel die Heimat der Erleuchteten? Ich frage für einen Freund, weil... es ist sehr, sehr wichtig. Und ja, die Unsichtbaren als neue Partei ist etabliert. Schauen wir mal, wer dazu gehört, weil scheint ja unsichtbar zu sein. Und das Nichts arbeitet ja schon mit dem letzten Realität oder gehört ja schon komplett dazu. Deswegen glaube ich nicht, dass die Unsichtbaren als Syndikat jetzt zu dem Nichts oder das Nichts wäre. Deswegen, schauen wir mal, war das jetzt wirklich die letzte? Und die nächsten Aufgaben kommen wann? Wahrscheinlich wieder in 20 Tagen oder sowas. Ne, kurz vor Season-Ende müsste das passieren, also Ende Mai. Also ja, in knapp 30 Tagen müsste der nächste Storyblock kommen und dann wird das als Teaser fürs Live-Event dienen und so weiter. Damit ihr das nicht verpasst, Leute, damit ihr im Geschichtsunterricht aufpasst, kommt in der Abschlussprüfung dran. Wir machen irgendwann mal ein riesengroßes Fortnite-Quiz auf Twitch. Abo-Button, Like-Button reinhauen und jetzt auf der rechten Seite noch anklicken und die Geschichte über die Sieben anhören und dass die zurückkommen. Wird euch auch interessieren, falls ihr es noch nicht gesehen habt, würde mich freuen. Ansonsten natürlich bei den Videos ein bisschen durchschauen. Und gebt mir Flosse. Floppt!